So, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Teil. Es geht dieses Mal um ein bisschen das Mikrofon heran, um das Einführen von paranormalen Evidenzien. Da hat sich ja mittlerweile schon einiges angesammelt und ich möchte das hier gerne als einen Start setzen für eine Sammlung an paranormalen Evidenzien, die ich auf YouTube hochladen möchte. Eine paranormale Evidenz kann halt vieles sein. Es sind dabei lediglich erstmal die Sachen, die am interessantesten sind. Das heißt, das, was sich aus der Untersuchung hervorhebt, weil es besonders ist, weil man das nicht oft hat, weil man sich das zum Beispiel wie in diesem Fall nicht wirklich plausibel erklären kann. Und damit ich einfach mal loslegen, es handelt sich hier um eine Aufnahme aus dem Privatfall. Dort gab es halt übliche Spukerscheinungen, wie man sie halt schon öfters mal gesehen hat. Und da hatten wir also. Sind wir so vorgegangen, dass wir im Raum, wo wir den erst vermuteten, einmal ein Funkmikrofon reingesetzt haben, das mit einer festen Frequenz an einen Receiver sendet. Der war bei uns im Wohnzimmer und der war angeschlossen an einen Verstärker. Und nun haben wir also gehofft, dass wenn wir jetzt reden und den Geist befragen, dass der im Nebenraum, weil der ja keinen festen Körper hat, kann er uns wahrscheinlich trotzdem hören, sind wir zumindest davon ausgegangen, dass der uns denn darauf redet und wir das im Wohnzimmer hören können mit dem Verstärker. Es kam jetzt aber dann nachher zu einem sehr seltsamen Geräusch, ausgezeichnet nur durch das auf dem Tisch liegende Audiogerät. Das ist bei unseren Untersuchungen eigentlich Standard, dass immer irgendwo ein Audiogerät mitläuft. Einerseits natürlich, um den Fall besser dokumentieren zu können, um im Nachhinein vielleicht Antworten für etwas zu finden, das man sich erstmal nicht erklären kann, oder eben um Phänomene wie dieses hier im Nachhinein nochmal anhören zu können, um es eventuell auch reproduzieren zu können. Besagtes Geräusch hier an der Stelle einmal kurz eine Lautstärkewarnung. Ich weiß nicht, wie laut es genau in der im Video sein wird. Das ist einmal das hier. So, jetzt seht ihr auch mal, ich kann hier irgendwo auch umstellen, genau hierauf. Da seht ihr so ein bisschen die Zusammensetzung des Geräusches. Das ist im Prinzip eine Etappe und dann hier ist nochmal dieselbe Etappe. Das heißt, es scheint auf jeden Fall eine Konstanz zu haben, dieses Geräusch. Genau ging das Geräusch, glaube ich, für wenige Sekunden. Ich glaube, dreieinhalb. Und dann hatten wir also uns überlegt, dass ein Verstärker manchmal Störgeräusche haben kann, wenn er jetzt zum Beispiel mit elektromagnetischen Feldern in Berührung kommt, was zu manchen K2-Meter-Ausschlägen auch hätte führen können. Und deshalb haben wir einmal mit elektromagnetischem Feld, künstlich erzeugt durch ein Handy, Flugmodus aus, Flugmodus wieder an, hat eben dafür gesorgt, dass wir dieses Geräusch haben. Das Geräusch klingt in etwa so. Also das ist ein bekanntes Geräusch. Nochmal zum Vergleich ist das hier das Geräusch, was wir in den Tag auf eine Frage bekommen haben. Nun kann das natürlich ein simples Störgeräusch sein, das ist natürlich klar. Eine andere plausible Erklärung unsererseits war, dass Funkmikrofone natürlich, weil sie eine Funkfrequenz haben, auch gestört werden können durch andere, entweder Mikrofone, Walkie-Talkies, Handfunken, durch Radiosender, also alles Mögliche, was dieselbe Frequenz benutzt wie unsere Funkmikrofone, kann uns natürlich in unserer Untersuchung behindern, zumal es auch jetzt ein Dorf oder Kleinstadt, je nachdem, wie man die Definition sehen möchte. Für mich ist es eine Kleinstadt, für andere ist es vielleicht ein Dorf. Und da kann es dann schon sein, dass irgendwo auf dem Dorf ein Funker war, der zufällig auf eine ähnliche Frequenz gesendet hat und im Prinzip unsere Untersuchung damit gestört hat. Interessant ist es dennoch, da ich dieses Geräusch noch nicht hatte, zur verwendeten Hardware ist es das Toner-Mikrofon, Toner-Funkmikrofon. Könnt ihr mal gucken, habe nichts dazu gefunden, dass das irgendwie solche Störgeräusche hätte. Ich habe es jetzt auch schon länger im Einsatz und noch nie solche Geräusche gehabt. Ihr könnt euch das Geräusch mal anhören, könnt es vielleicht euren Freunden zeigen, vielleicht hat einer von euch darauf eine Antwort. Das war es auf jeden Fall erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin, macht's gut.